Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Bahnfinders. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir sind an einem neuen Ort mal wieder angelangt. Was ist das? Also hier war ich vorher noch nicht. Alles da drin. Irgendwelche Puzzleteile jetzt hier. Okay. Eigentlich meine Schaufel jetzt anders. Da ist ja schon mal überall nichts hier. Nichts. Na gut, gehen wir mal rein. Lass uns einen anderen Weg finden. Und der wäre... Ah, hier geht's rein. Perfekt, so. Schauen wir mal. Nichts. Was denn? Ah, ein Puzzleteil. Okay, so sehen sie aus. Das kann man doch mitnehmen, das Viech da auch. Cool. Nö, geht nicht. Da blockiert irgendwas die Tür von der anderen Seite. Kann man auch noch nicht rein. Noch ein Puzzleteil. Jetzt anscheinend nicht wirklich. Oh, hier. Eben der Tassen. Teller. Eieiei, da ist ja viel Müll, du. Ah, bringt alles. Wie viel bringt's denn? $3. Wir meinen, nehmen.
Gut, Tasse. Gibt nur Holz. Das ist warm ist, aber das ist bestimmt oben drüber. Aber auch noch so ein Puzzleteil. Oh, jetzt habe ich es gut gemacht. Ich wollte eigentlich da irgendwie rein, aber ich glaube, das wäre eh nicht gegangen. Kein Schlüssel. Ich schaue euch nochmal im Haus. Da ist noch ein Teil. War doch eben noch nicht da, oder? Okay. Auch noch nicht gesehen vorher. Hey, was machst denn du hier drin jetzt? Sechs Puzzleteile habe ich ja schon mal. Mal so ein Fernseher. Was sind da jetzt? Nee, da will ich noch nicht hin. Nö, warum nicht? Halt. Warum auch nicht? Jetzt aber. Da geht's nochmal nach oben. Achso, da sind die Puzzleteile aufgestellt, okay. Ich glaube, diese ganzen Teile so viel brauche ich eh nie mehr. Da jetzt schon alles habt, das wird reichen.
Ein Staubsauger nehmen. So, Puzzleteil Nummer 7. Anscheinend nichts mehr. Irgendwas Heißes noch. Ah, wo? Hier drin in dem Raum. Soll das sein? Vielleicht auf dem Dach oben? Da ist was. Spannend, ob es das Kuscheltier war oder. Irgendwie noch nicht. Warm. Na, bin hier da. Ah. Wo soll hier das Teil sein? Vielleicht in dem Untergeschoss. Oder komme ich gar nicht rein in den Raum? Hier war das. Etwas blockiert die Tür, ja, aber was? Komm ja doch nicht da rein irgendwie. Hier drin, aber wie? Hm. Komisch, komisch. Hallo? Jetzt geh ich erstmal hier drüben hin. Das ist schon das Glubberbier. Ups. So weit runter wollte ich nicht. Vielleicht, das geht vielleicht erst auf, wenn ich die Teile habe. Das kann sein. Da ist Nummer 1. Anscheinend dann auch mitnehmen. So.
eins noch. Ach, ich habe davon genug. Teile übrig. Ja, das ist das UFO da oben. Und ein Puzzleteil fehlt mir noch. Wo ist das letzte Teil? Ja, war eigentlich ganz einfach. Es war hier oben bei den anderen Puzzleteilen im Eck. Wie macht man das denn jetzt? So. Das muss nach oben. Das kommt dahin. Hier ins Eck. So. Das kommt hier hoch. Das hier aber unten hin. So. Ja. Rückseite finden. Jetzt erstmal hier unten wieder hin. In der Hoffnung, dass das aufgeht. War denn die Tür jetzt da? Aha. Sehr schön. Okay. Ui, was ist das denn hier? Ja, mitnehmen, komm. Auch wieder riesengroß hier. Exit? Ne, da brauchen wir jetzt nicht. Und jetzt? So, jetzt habe ich mich selber eingeschlossen. Ernsthaft?
Ja, anscheinend. Kommen wir jetzt echt nicht mehr raus, oder was? Hallo? Okay, ich bin wieder zurück. Diesmal auf der anderen Seite. In den ganzen Räumen hier, also nicht alle, aber viele, waren auch so Zeug versteckt. Da sind aber viele Bücher mitnehmen. Wenigstens Geld im Gegensatz zu diesen ganzen Rohstoffteilen da. So. Ah ja. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Super. Schon mal nicht durch. Komm, hier runter will ich. Das war zu weit. Kleinen Ursprung da. Jetzt. Gut, da unten war auch noch so eine Tür. Unten auch was war. So. Und so weit. Wieder zu weit. So springt denn der immer so komisch dahin, ey. Aber. Und es ist sowieso nichts drin. Okay. Gut, dann kann ich mal die Seite abklappen. Zu weit. Ach, das sind. Ach so. Okay. Wie bescheuert ist denn das hier, der Durchgang? Aha. Das ist ja cool. Vielleicht da ist ja über ein Weg. Ah, super. Deswegen war doch das Taschenlampensymbol. Nix. Nö. Es ist sehr einfach. Das war, glaube ich, hier das Heft, wo ich brauche. Ja. Okay, die Anzeige stimmt auch nicht oben.
War ja schon viel weiter unten. Jetzt scannen wir doch nochmal hier. Halt. Mal schauen, was das Auto sagt. Sammelobjekt, große Maschine. Naja, das Hauptding habe ich ja. Gut, die ganzen Sachen sind schon mal hier aufgeräumt. Und ich habe ja noch das Boot hier. Da habe ich nochmal so Option mitgemacht. Diesmal auch geschafft. Also es ist jetzt nur noch eine Option offen. Mal schauen, was der ganze Krempel hier so bringt. Da ist doch schon einer. Wildes Auto. 500 nix da. So, schon wegen mehr springen. Na ja, gut. Dann nimm. Oh, es ist jemand an dem anderen Fahrzeug. Achso, der Agent nur. Ja, der kauft wieder nichts. Bin schon ganz schön weit runter jetzt von den Artikeln. Aber ich fälsche überhaupt nicht. Einfach nur verkaufen. Ah, da kann man nicht fälschen. Das bringt für nichts was. Oh, gut, na mit. Das finde ich echt voll der Nachteil hier in dem Spiel. Wenn man da mal, keine Ahnung, 40 Artikel hat, dann dauert das Verkaufen echt ewig. Auch wenn man da nicht fälschen will. Der Balken oben abläuft und dann meistens kommen immer nur ein bis zwei Kunden. Das dauert schon. So, der letzte Artikel. Und somit auch der letzte Kunde. Gut, hier, weg damit. Ja. Also dieses Verkaufen, das ist echt eine Prozedur, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Vor allem, es werden immer mehr Artikel, was man da jetzt je nach Ort kriegt. Dann dauert das Verkaufen, das dauert einfach ewig. Na gut, man sieht sich in der nächsten Folge wieder und dann hoffentlich an einem neuen Ort. Bis dann.